Hallo lieben Leute, hier ist Jochen Vers 21 Bau TV. Erstmal noch ein gutes neues Jahr und hier melde ich mich mit meinem ersten neuen Video im Jahr 2014. Ich stehe hier am Abstellbahnhof und wer sich hier auskennt, der wird gleich entdecken, dass da dieser seltsame Turm da hinten neu ist. So, zoomen wir mal ein bisschen ran. Was hat es damit auf sich? Das sind Container. Und zwar für die Stuttgart 21 Baustelle, für das Kreuzungsbauwerk, das ja hier errichtet wird. So, vermutlich Werkstatt- und Bürocontainer. Hier steht auch gleich noch ein Kran. Heute ist Sonntag, es wird natürlich jetzt hier nicht gearbeitet. Ansonsten Blick Richtung Rosensteinpark, wo im Herbst noch die Bäume gerodet wurden. Hier hat sich nicht viel getan. Die Bäume mit Verdacht auf Juchtenkäferbesiedlung stehen noch. Es gab also noch keine Fortschritte bei der Artenschutzlösung, nenne ich es jetzt mal. Relativ neu sind hier diese Rohre, GWM-Rohre, die hier vom GWM 3, wie ich es jetzt mal nenne, das GWM am Abstellbahnhof, über die Straße führen. Und wenn man sich das mal genau anschaut, dann wird man feststellen, dass diese Rohre unbrennbar sind. Die sind nämlich komplett aus Stahl. Sind zwar ein bisschen hässlicher, aber dafür halten sie mehr aus. So, ich schaue gerade mal wieder Richtung Abstellbahnhof und werde hier mal noch ein paar Schritte den Weg hier weitergehen und dann schauen wir uns das mal aus der Nähe an. So, ein paar Meter näher und dann sehen wir auch gleich, dass das nicht die einzigen neuen Container sind. So, und ich gehe gleich noch ein Stück weiter. So, noch näher. Okay, ich gebe zu, spannender wird es nicht. Mehr Container halt. Ja, wie heißt es immer so schön? Nicht unter die schwebende Last treten. Deshalb machen wir das auch nicht. Ja, hier liegt noch jede Menge weiteres Equipment. So, jetzt ganz aus der Nähe und ganz ehrlich erinnert mich das auch wegen dem Equipment, das hier noch liegt,
eher an ein, ja, ich nenne es jetzt mal Betonmischwerk, als an irgendwelche Wohncontainer. Auch die Höhe spricht da meines Erachtens eher dafür. Nun ja, wir werden sehen. Ich schaue mal, ob es hier noch was Spannendes zu sehen gibt. Ja, okay. Hier sieht man jetzt mal so einen Container quasi von innen. Und da wird gleich eins klar. Das, was hier liegt, ist kein Wohn-, Werkstatt- oder Bürocontainer. Das zusammen mit diesem ganzen Equipment hier sieht doch ganz schwer nach einem Betonmischwerk aus, ne? Da haben wir noch ein Band zum Bunker. Kiesbunker oder sowas. Sandbunker spricht alles dafür. Da hinten, meiner Meinung nach auch relativ neu, noch dieses große, ja, diese große Elektroinstallation. Ja, und wenn es noch eines Beweises bedarf, hier liegen auch noch solche Silos rum. Ich meine, das erinnert doch ganz arg an die Einrichtungen in Wang bzw. am Fasanenhof. So, da hinten gibt es noch was zu lesen. Schauen wir mal, ob wir so nah ranzoomen können, damit wir erfahren, was es da Interessantes gibt. Alarmpläne. So, und von hier sieht man es dann doch gleich noch mal besser. So, und eine letzte Perspektive von dem Ganzen. So, und damit beende ich dieses Video und sag bis zum nächsten Mal. Oh, halt, Moment, eins noch. Schaut mal, unterhalb von diesem Video gibt es so zwei komische Daumen. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Drückt doch mal drauf, wenn euch das Video gefallen hat. Oder auch nicht gefallen, was ich jetzt nicht hoffe.
Könnt auch gerne einen kleinen Kommentar da lassen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.